Hey ho, nochmal ein kurzer Audiolog. Und zwar ist heute Mittwoch. Es ist 19:17 Uhr. Ich habe gerade eine Stunde Epic Battle Fantasy aufgenommen. Man sieht hier unten gerade, wie langsam so ein Scheiß denn rendert, für alle, die es interessiert. Und zwar möchte ich nochmal kurz auf die Spiele zu sprechen kommen, die ich bei Amazon bestellt habe. Die Bestellung habe ich am Freitag, möchte ich meinen, war es aufgegeben. Dann war ich natürlich sehr überrascht, als am Samstag schon das erste Spiel hier im Briefkasten lag. Ja, das hat 1 Cent gekostet. Und für 1 Cent würde man im Prinzip nicht erwarten, dass ein Händler so schnell das Zeug rausschickt. Wie dem auch sei, ich habe, wie gesagt, 6 Spiele bestellt. 5 habe ich jetzt hier. 4 kamen gestern noch. Auf Dienst. Nee. Was kamen die gestern? Ich glaube, eins kam Montag. Die anderen kamen gestern. Auf jeden Fall fehlt noch eins. Und ich habe getestet. Das sind ja alles gebrauchte Spiele. Die funktionieren soweit alle. Sind definitiv gut Let's Playbar und eins davon wird bald folgen. Ich weiß noch nicht welches, ich muss mich dann noch entscheiden. Aber seid gespannt, es ist wahrscheinlich PlayStation 2. Ich habe 5 PlayStation 2 Spiele bestellt und eins für den PC. Kann auch sein, dass ich jetzt das PC-Spiel erstmal nehme. Das hat nämlich nur 1 Cent gekostet, wie schon erwähnt. Und sah dafür gar nicht schlecht aus. Ich habe es ja früher bei Giga mal schon gesehen, es ist ein Shooter. Es ist. Auf jeden Fall sieht es ganz nett aus, wie gesagt, und bla und bla. Ja, was mich überrascht hat, das eine Spiel habe ich gebraucht gekauft für 2 Euro. Ich habe es hier auf dem Tisch liegen. Es ist original verpackt, es ist eingeschweißt, es hat noch einen Saturn-Preisaufkleber drauf. Und ich weiß nicht, warum man das als gebraucht verkauft, wenn es noch nicht mal geöffnet wurde. Also man sieht es, das ist original, so wie man es im Laden gekauft hätte für den Vollpreis. Und das habe ich für 2 Euro bekommen. Das finde ich, das ist sehr formidabel von Amazon. Das ist sehr, sehr nett. Und ich freue mich darauf, das mal zu spielen. Eventuell werde ich das als Ersatz für Super Meat Boy reinnehmen. Weil Super Meat Boy ist mir echt zu gay. Das ist so ein Drecksspiel geworden. At the Dark World, das werde ich wahrscheinlich nicht weitermachen. Würde denn das Spiel nehmen, was ich hier neu gebraucht, wie auch immer man es nennt, bekommen habe. Ich habe nämlich gesehen, es soll extrem schwer sein. Mit eins der schwersten PlayStation 2 Spiele, die es gab. Habe auch schon mal ein Let's Play dazu geguckt, wo sich jemand, ja, so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen hat. Dürfte auf jeden Fall halbwegs interessant werden, das zu sehen. Und ja, was habe ich noch gekauft? Das eine ist ein Shooter, das hatte ich gerade angesprochen. Dann habe ich noch, was liegt denn hier noch? Das eine ist so ein bisschen wie Final Fantasy, kann man sagen. Was haben wir hier noch? Das andere ist so ein rundenbasiertes Strategiespiel. Ist aber dennoch interessant. Und das andere ist ein Hack and Slay. Und nein, es ist nicht God of War. Es ist Hack and Slay und Rollenspiel in einem. Und dann warte ich noch auf ein Adventure-Spiel. Ich nenne es mal Adventure, wo man halt eine Welt erkundet und so ein Kram. Des Weiteren habe ich noch Sacred 2 neu hier liegen. Das hatte ich meinem Bruder geschenkt. Der hat aber im Moment keinen Bock auf Zocken, deswegen habe ich das bei mir mal installiert. Das weiß ich nicht, ob ich das Let's Playen kann irgendwann. Weil irgendwie ist das komisch programmiert, möchte ich meinen. Das sieht nicht so toll aus auf Medium Settings und ruckelt trotzdem teilweise. The Witcher liegt hier rum. Das könnte man auch Let's Playen. Das werde ich aber wahrscheinlich auch erstmal nicht. Ich möchte erstmal nichts riesengroßes Let's Playen, erstmal nur was Kurzes. Solange, bis ich den Rest durch habe. Bei Space Marine ist fast durch, wie schon tausendmal angesprochen. EBF3 ist bald durch, Warcraft 2 ist bald durch. Ja. Ich laber schon wieder über Scheiße, die ich gar nicht sagen wollte. Ich wollte nur ansprechen, Amazon-Spiel angekommen und so. Wird played. Und wie lange habe ich jetzt für diesen Audio-Log gebraucht? Ich glaube 4 Minuten oder so. Man sieht hier unten an diesem tollen Renderbalken, dass sich da im Prinzip nicht viel getan hat. Nun muss man noch mit einberechnen, das Spiel, was ich rendere, ist Epic Battle Fantasy 3. Es ist ein Flash-Spiel. Dann kann man sich ausrechnen, wenn man noch nie ein Let's Play gemacht hat, dass das bei diversen Let's Plays, die etwas hübschere Grafik haben, dann ein wenig länger dauert. Was war denn das, wo ich am längsten gerendert habe? Ich glaube, bei Heroes of New Earth habe ich für ein Part 1,5 Stunden gerendert, weil es relativ absurd lang war. Naja, aber das muss jetzt nicht noch länger hingezogen werden hier. Ich wollte Amazon ansprechen. Ich habe Amazon angesprochen. Deshalb sehen wir uns im nächsten Audiolog wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis denne.